Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Mach schon richtig. Du hast gespeichert, ja? Ich denke schon. Speichern wir nochmal. Ja, ich bin der Nordrhein-27, das könnte Reaperft 1. Ja, er zockt, ich sitze neben und. Okay, lass mal bitte ohne Vorspuren, ja? Also, was haben wir für Wetten zur Auswahl? Also, wir haben jetzt mehrere Wetten immer zur Auswahl und können uns aussuchen, welche wir machen wollen. Wir haben Agrabah. Wir haben Arena Olymps. Wir haben das Wunderland. Wir haben Halloween Town und er hat Monster übersprungen. Das ist gut. Ich guck's mir gleich an, Ju. Ich guck's mir gleich an. Also mein Favorit unter den Welten ist ja natürlich Halloween Town. Einfach meine komplette Lieblingswelt in Kingdom Hearts allgemein. Mhm. Weil Nightmare Before Christmas ist auch einfach ein verdammt geiler Film und hör bitte auf damit. Also, was wollen wir nehmen? Warte, geh mal kurz durch. Ich will mal kurz gedanklich durchgehen. Monstro, scheiße. Ja, scheiße. Okay. Naja, langweilig. Ja, weiß nicht. Irgendwie lol. Irgendwie lol, ja, muss man sagen. Scheiße. Scheiße. Geil. Stopp. Nein! Arena Olymps, wir nehmen Arena Olymps, komm bitte. Weil Halloween Town können wir uns doch zum Schluss aufheben oder so. Oder wir machen. Komm, mach einfach rein, das Ding. Plus geiles Lied. Was ist hier gefällt's mir aber gar nicht. Ich wette, ihr wimmelt das von Geistern. Es kommt noch nicht. Alter, was haben wir schon groß zu befürchten? Man erschreckt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Meinst du wirklich? Vertrau mir. Willkommen in Halloween Town. Hey. Wie geht's so? Hey. Hey. Auch meine Scheinwerfer her. Wow, ein Geist. Ein Kopf. Wow, das war der beste Schrei seit Jahren. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, dann wird das ja ein Heidenspaß. Jetzt kommt's übrigens. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skelling. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin der König der Albträume und der Meister des Bruses. Eigentlich ursprünglich war. Wir haben herausgefunden, dass. Ja, also eigentlich. Ja. Was willst du? Also, du hast einfach im Bett gesungen. Also, eigentlich ist er doch der König, also der Kürbiskönig eigentlich. Scheiß drauf. Ja. Der Meister ist. Ja, hat er gerade schon. Hat schon. Wenn ihr es gern richtig gruselig haben wollt, dann seid ihr goldrichtig. Ich habe seine Stimme vergessen, die ich gerade eben gemacht habe. Wollen wir nicht! Momentan gibt es in Halloween Town ein kleines Problem. Was für ein Problem denn? Naja, so ein Problem halt. Wow! Ja, ich habe die heraufbeschworen, ne? Weil ich krass. Weil es gerade so lustig Jack ist Spy! Jack ist Spy! Fick dich! Jacks Kinder! Ja. Du musst nicht so aggressiv an die Kämpfe rangehen. Geh mit Liebe und Fürsorge an sie ran. Das sieht schon hier einfach auch so genial als Books of Halloween Town. Jetzt ist gerade. Ja, jetzt war es gerade nicht da. Ach doch, es war schon dabei gar. Was soll das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Hab ich gar nicht. Du würdest sie sogar lieben gern loswerden. Die Herzlosen laufen herum und greifen Leute an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Das gleiche wollte ich eigentlich Dr. Finkelstein auch fragen. Ich bin gerade auf dem Weg zu in sein Labor. Komm mit. Er hat ein Auto. Komm mit in mein Auto. Was sollen wir tun? Mit dem hätten mal ins Auto gehen oder nicht? So, was sollen wir tun? Ich glaube, wir folgen ihm lieber. Ins Auto. Ins Auto. Das gefällt mir gar nicht, dass wir uns direkt zu den Herzlosen führen. Die Herzlosen haben ein Auto. Oh Gott. Bingo, du kannst Gedanken lesen. Also wollen wir doch ins Auto, ja? Ja, das wollen wir. Hey, war doch nur sein Herz, auf geht's. Also er hat doch kein Auto. Irgendwie. Wir werden es gleich sehen. Hat er ein Auto oder nicht? Terror gelernt. Cool. Terror ist toll. Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas wollte ich noch, was ich sagen will. Text euch der Spaten. You will see. It's the town of Halloween. Na, jetzt ist es Books of Halloween Town, aber scheiße. Los, come on! Das fand ich immer ein Cookie so episch. Come on! Du Held.
war zwar getroffen, aber es war so Kilometer weit entfernt. Das ist ja gerade so geil. Simba ist übermächtig. Ja, Simba. Den kann man echt nur sagen. Ja, ich muss sagen, ich war von Scar schwer enttäuscht in Kinder 2. Ja, na gucken. Scar war irgendwie ganz schön fail animiert und sein Synchronsprecher hat auch nicht die wahre Leistung gebracht, die er hätte machen sollen. Irgendwas wolltest du noch loswerden? Ich meine, jetzt vom Sagen her oder in irgendwelchen Karten? Jetzt kommt Jack. Jack, take that! Das fand ich immer so toll. Jack ist toll. Findest du nicht auch so? Ich habe ja noch einen Jack hier. Muss man nach dem Kampf schnell nachgucken. 5 Minuten, okay. Weil wir wurden ja wieder unterbrochen und ja. Naja, die machen den. Die trollen dich mit ihren Fingern und rauben dir dadurch Kaffee aus dem Grund. Ich konnte sie noch nie leiden. Na gut, also ich finde sie vom Design her sehr toll, passt auch sehr gut zu Halloween Town, aber. Schwule Leben, komm. Ja, der. Nein, der schwule T-Shirt war auf Kingdom Hearts NZB. Nein, das wollte ich nicht. Ja, danke, Jack, aber das wollte ich nicht. Ich finde es allgemein in diesem Spiel sehr fluffig vom Kämpfen, also wenn man so selber kämpft, so diesen Luftkampf zu machen. Mach mal LP, erstmal. Mach mal LP, komm. Na, ich hab nur was überlegt. Was genau? Du bist Level 9 gerade? Ja. Was ist eigentlich das höchste Level? 100? Oder 99? Ich glaube 99 war es. Oh, ich bin müde. Wann war es? 20 vor 10. Also abends. Es war heute ein langer Tag, wo kaum was passiert ist und trotzdem bin ich müde. Liegt wahrscheinlich daran, weil die Ferien so nah sind. Ich bin einfach in Ferienstimmung und ich habe heute nicht ausreichend geschlafen. Was denkst du, ich muss das bloß euch hin? Zum Samstag trinken. Das ist nicht ausreichend schlafen. Ist mir klar. Das Alter! Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde die Kürbisse im Hintergrund immer so episch. Besonders der Fette da, beziehungsweise hier die beiden Fetten. Und so, ach so, so Animationslachen meinst du? Ja, so ein Das war bei Super Mario RPG Forest. Warte, wie ist er? Mason? Forest Mason, ja. Das ist der Forest Mason. Okay. Das Schwert. Von dem ich den Namen vergessen habe. Wusste ich. Ach, was die. Das Spiel können die auch mal wieder spielen, zwar bei RPG, aber der erste Boss ist, also gut, nicht, ist nicht der erste Boss. Irgendein Boss ist einfach nur so overpowered, das ist unmenschlich. Was genau würdest du denn sagen? Also, wir waren nicht beim Pedogan, aber wir waren beim Moto. Nein. Ja, also, jetzt guck mal, Jake. So pädophil ist er jetzt nicht, also. Fast dasselbe. Boah, ich glaube, ich mach mir gleich einen Tee aus Langeweile. Das ist eigentlich schon die erste Tür. Das ist die erste Tür, das. Nein. Das ist die erste Tür. Doch, hast du einen Schlüssel? Ja, du hast einen Schlüssel. Natürlich habe ich einen Schlüssel. Schlüssel des Anbeginns oder so ist das Ding, ne? Schlüssel des Anbeginns. Hier ist der Schlüssel des Anbeginns. Schön, dass ich mir das so gemerkt habe. Ich weiß. So ist Zitat. Darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen, das weltgrößte Genie. Jetzt würde ich sprechen. Ich hab's vergessen. Ja, vielleicht bin ich so clever. Der hat so eine scheiß Stimme. Ich befürchte, sie haben etwas Schreckliches erschaffen. Oh, was denn? Naja, ich habe euch doch schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht. Ach ne, ich hab. Habt ihr euch. Achso. Wahre Erinnerungen?
Unsere Herzen sind voller Erinnerung, haben aber alle nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Selbst die wichtigen Erinnerungen wandeln sich mit der Zeit. Sie verzerren sich, verschwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns gern erinnern würden. Wie beispielsweise das, was du sagen wolltest. Ist es etwa was mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerung wird hässlicher, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergissmein nicht gebraut, der unsere wahren Erinnerungen zurückholt. Und hat es geklappt? Naja, das ist gerade das Problem. Als der Doktor am Trank geschnuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keinen Fehler. Agoro. Ich muss den Trank nochmal ansehen, um herauszufinden, was sich falsch gelaufen ist. Aber leider ist er weg. Vielleicht hat ihn jemand geklaut. Das ist, war sicher Sally, Jack. Du musst sie finden und mir meinen Trank wiederbringen. Ich weiß. Ich weiß. Ich kümmere mich darum. Du kommst, ist ja geil. Kann ich mitkommen? Leckert. Wozu? Wozu? Ja, ich möchte mehr über diese wahren Erinnerungen erfahren, von denen der Doktor sprach. Hervorragend, machen wir es auf die Suche nach Sally. Let's go! Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Okay, aber hier müssten wir dann schon den... Ach nee, noch nicht, noch nicht. Ja. Ja, ich hatte mich gerade mal in der Uhr vergurgelt. Da ist der Boss. Da ist der Boss. Unser Freund, ja. Oh, ich komme mit der Steuerung manchmal. Ja. Wir wollten mit der Steuerung komme ich überhaupt nicht zurecht. Eins. Was haben wir hier so? Zwei, da haben wir noch. Ja, du hast mehr. Also rote Karten ist das, was man eigentlich so am meisten macht. An roten Karten dürfte es einem eigentlich nicht mangeln. Wenn schon, dann ist es schlecht. Ja. Nein! Und da kommt er. Schade, ich dachte, der Gegner da oben kommt auf dich so runter, während du da so hängst und dann. Und irgendwie dissen dich die Gegner gerade irgendwie, kann das. Ja, also die haben dich gerade irgendwie voll gedisst, als die da waren. Als sie erschienen sind, als sie sich dachten, ja nee, ich bin hier. Nee. Das erinnert mich wieder an. Der schwule Löwe. Und mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Der Handschuh von. Warte, von wem war das? Schiller? War vergessen, weil es so schlecht war, dass der Handschuh war, naja. Und mit keckem Finger hob er den Handschuh oder so eine Art. Ich kann ja mal gucken, ob ich so irgendwie rauskramen kann. John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Oh, sieht er, bis er das Ufer gewonnen. Das war noch schlimmer. Das war wirklich. Der Zauberlehrling war aber toll. Hat der Hexenmeister sich doch einmal weggegeben und so in seine Geister. Auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkte ich und den Rauch und mit geistig Stärke tue ich Wunder auf, weil er meine Strecke das unsere Wasser fließt und mit reichen Sonnenstrahlen zu dem Bord sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die alten Lumpenhöhen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Ja. Und dann weiß ich gar nicht weiter, dann weiß ich nur noch einzelne Abschnitte. Aber ich konnte es machen. Also und dann war er noch der Erlkönig, Vaterweise, ne? Ja, das war auch toll. Er steht vorne so zur Kontrolle. Auf einmal der Erlkönig. Na, es war folgendermaßen. Ich hatte den Zauberlehrling ausgewählt. Und wir. Und ja, unserem anderen Kumpanen, nicht wahr? Nee, und ich sitze da so in der Stunde rum und alle anderen vor mir nehmen die ganze Zeit den Erlkönig, hör die ganze Zeit Johann Wolfgang von Goethe, der Erlkönig. So, dann war ich dran. Ja, und Zauberlehrling war auch von Goethe und ich stehe da vorne, Johann Wolfgang von Goethe, der Erlkönig. Dann war ich natürlich erst mal ein bisschen, ja. Ja, dann Jack war. FTV! Ich dachte, du hast da drei Jack-Karten auf einmal, ernsthaft. Das wäre episch. So, dann würde ich jetzt aber sagen, beenden wir hier den
sechsten Part von Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories und ciao.